Wir haben gemeinsam mit dem Jugendvorstand hier des Kreises 5 eine Veranstaltung Gewaltprävention im Jugendfußball. Das ist die Veranstaltung über 3 Wochenenden und das ist jetzt die letzte Veranstaltung dieser 3. Ja, der Fußball hat vielleicht ein Gewaltproblem, aber ich glaube, es ist insgesamt eher ein gesellschaftliches Problem, was wir hier erleben. Gewalt ist nicht nur ein Thema im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Im Grunde genommen muss das in allen gesellschaftlichen Bereichen angepackt werden. Es fängt mit der Erziehung in der Familie an und endet dann später im Umgang im politischen, gesellschaftlichen Bereich. Dass man tolerant ist, dass man sich auch selber Disziplin auferlegt. Ja, wenn die Spruchkammersitzungen sind, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das ist ja nun mal klar. Also was wir müssen versuchen, ist die Prävention zu verstärken. Das machen wir ja jetzt mit dieser Veranstaltung. Wir versuchen das auch in anderen Veranstaltungen. Ich war schon in Remscheid mal in so einem Fanprojekt. Für uns ist entscheidend wichtig, über die Prävention die Gewalt zu verhindern. Wir müssen da von vornherein mit den Betroffenen sprechen, bevor es erstmal zu der Gewalt kommt, und dürfen uns nicht auf die Urteile verlassen, dass die Sanktionen bringen, die wir uns erhoffen. Die Vereine müssen sensibilisiert werden, wie sie mit den Kindern und den Jugendlichen umgehen. Und dann ist der Verband natürlich betroffen, dass er dort die Unterstützung leistet. Aber ohne die breite Öffentlichkeit werden wir keinen Erfolg erzielen. Die Jugendlichen sind teilweise schockiert, was im Fußball abgeht, erleben Spielabbrüche, schlimme Fouls jetzt im Kontext Fußball. Und ich sehe die Jugendlichen schon sehr mit großer Anteilnahme, dass sie sagen, Mensch, wir möchten da auch was verändern, wir möchten das auch so nicht hinnehmen. Wenn man sieht, auch heute so bei dieser Aktion, wie viele Spieler eigentlich gegen Gewalt sind. Die Spieler von sich aus haben klar gesagt, Gewalt ist eigentlich nicht unser Thema. Wir wollen keine Gewalt, wir wollen Spaß am Fußball, wir wollen uns messen mit dem Partner, der auf der anderen Spielseite steht. Aber Gewalt ist eigentlich auch nicht das, was wir wollen. Wenn die Jugendlichen Fußball spielen in der Mannschaft, haben die schon sehr feine Drähte dafür, was ist gerecht und was nicht. Und gerade was Schiedsrichterentscheidungen angeht, sind die schon darauf zu sehen, Mensch, das muss doch irgendwie fair ablaufen. Wir wollen gemeinsam mit Jugendlichen der B-Jugend sie einfach an das Thema ein bisschen heranführen. Wir haben 3 Stationen, 3 unterschiedliche Stationen, die thematisch unterschiedlich aufgebaut sind. Der eine ist ein bisschen theorielastig, der andere ist pragmatisch so orientiert und die dritte Station wird so ein bisschen in die Richtung der Teamentwicklung sein. Das sind Kooperationsspiele im Rahmen der Erlebnispädagogik im weitesten Sinne, wo überwiegend vor allem Kommunikation gefragt ist, letzten Endes mit der ganzen Gruppe was erreichen zu wollen. Eigentlich ist immer die gesamte Gruppe gefragt bei unseren Spielen. Mit viel Ernstigkeit in die Sache rein, hohes Niveau, wollen wirklich alles weiter vermitteln. Ich habe jetzt schon was mitgenommen, also dass man über die Situation denken sollte und nicht direkt zu schnell handeln sollte. Und ich denke auch, dass ich noch einiges hier mitnehmen werde für Zukunft. Faszinierend an dieser Tagung ist, ich habe sowas zum ersten Mal erlebt, dass hier nicht nur geredet wird, sondern dass hier der Versuch unternommen wird, praktischen Mitteln die Gewalt in den Griff zu bekommen. Fazit ist, ich glaube, wir sind einen guten Schritt voraus oder weitergegangen, dass auch erkennbar ist, dass drumherum sich sehr viele dafür interessieren. Vom DFB beginnend bis halt auf unsere Kreisebene, sowie auch die Politik, nämlich in der ersten Veranstaltung, wo der Dr. Klose hier war, der sagte, er möchte sowas auch in den Kreistag mit einbringen.